2017 ist enorm viel gegangen. Die Destination präsentiert sich in einem ganz anderen Licht. Und das erkennt man schon, wenn man neu die Schöllen hochfährt. Dann sieht man direkt in Andermatt die neue 7 Meter hohe Steinmandli-Skulptur von Ugo Rondinone. Ein neues Wahrzeichen der Destination Andermatt. Dann ist auch im Bereich vom Bahnhof extrem viel gegangen. Es wurde die Andermatt Zentral AG gegründet. Man hat dort das Projekt gestartet, um die Bahnhofhalle mit Geschäftsräumlichkeiten und Wohnungen obendrauf. Das Projekt ist jetzt angestoßen und kommt jetzt dann zu fliegen. Und dann weiter ist sicher eine große Veränderung der Golfplatz. Der Golfplatz ist ausgezeichnet worden als bester Schweizer Golfkurs 2017. Und auch das ist ein enormer Mehrwert für die Destination Andermatt, weil es eben ein wunderschöner 18-Loch-Golfplatz ist, der jetzt da etabliert in Betrieb ist. Und dann zu guter Letzt muss man sicher noch erwähnen, auf die Wintersaison hin ist das neue Langlaufzentrum, der Nordic House, in Betrieb gegangen. Und das hat gefehlt hier oben. Jetzt kann man wirklich sehr gut den Langlaufsport mit Ausbildung und allem, was dazugehört, auch hier in Andermatt anbieten. Ja, ich glaube, die Highlights waren sicher, dass wir einige neue Häuser in Betrieb nehmen konnten. Einerseits das Haus Schneefalke, das wir im April fertiggestellt haben. Und dann auch die wunderschönen neuen Häuser Wolf und Edelweiss, die auch dann gegen Ende 2017 fertiggestellt wurden. Und zusätzlich haben wir das Haus Alpenrose gestartet, ein wunderschönes, markantes Haus, das jetzt dann in diesem Jahr fertiggestellt wird. Ja, im letzten Jahr ist in der Skiarena enorm viel gelaufen. Es ist das größte Bauprogramm in der Geschichte der Andermatt Sedrun Sportbahnen AG gewesen, das umgesetzt wurde. Wir haben nicht nur neue Pisten und neue Beschneiungsanlagen gebaut, sondern wir haben auch 3 komplett neue Anlagen in Betrieb genommen. Das ist einerseits die neue Gondelbahn, der Gütsch Express von Andermatt hoch auf der Nätschen Gütsch. Dann 2 neue Sesselbahnen, den Luthersee-Flyer und den Schneehühnerstock-Flyer, die letztes Jahr alle in einem Jahr realisiert worden sind. Und da muss man natürlich sagen, eben mit Inbetriebnahme dieser Bahn hoch auf den Schneehühnerstock haben wir jetzt zum ersten Mal endlich die einseitige Skiverbindung. Also man kann von Andermatt per Ski bis nach auf den Oberalppass und dann rüber auf Sedrun gelangen. Ja, im Bereich Gastro haben wir auch intensiv an den Restaurants gearbeitet. Wir haben einerseits die bestehenden Gastrobetriebe einem neuen Konzept und Facelifting unterzogen und haben zusätzlich noch ein neues Restaurant, das Mattis Family Restaurant, auf dem Nätschen in Betrieb genommen. Und das kommt sehr gut an, vor allem bei Familien, und ist ein grosser gastronomischer Highlight für die Skiarena. Ja, es ist natürlich schon so, man kann ja nicht nur Bahnen bauen und Pisten, man muss sich auch überlegen, wie man das vermarktet. Und in dem Sinne haben wir uns entschieden, als erste Bergbahn in der Schweiz überhaupt ein neues Preismodell einzuführen und haben zusammen mit Ticket Corner ein innovatives, dynamisches Preismodell eingeführt. Und zum anderen haben wir uns auch gesagt, wir müssen die Gäste direkt nach Andermatt bringen und haben da mit Werenbold und Häcklin aus Luzern eine gute Zusammenarbeit gemacht, wo wir mit Skibussen eben die Leute aus dem Raum Zürich, Aargau, Luzern und Zug direkt nach Andermatt transportieren. Ja, einerseits hat Andermatt eine hervorragende Erreichbarkeit. Man ist sowohl von Zürich wie aber auch von Milano und Umgebung sehr schnell hier in dieser Destination. Dann andererseits hat man jetzt enorm in die Infrastruktur investiert. Es sind neue Bergbahnen da, es sind neue Hotels da, es sind neue Angebote, die da entstanden sind. Und das ist natürlich sehr attraktiv für Feriengäste. Und dann ist es sicher auch so, dass extrem viel im Bereich der Events jetzt am Kommen ist. Es gibt zunehmend klassische Konzerte, es gibt Konzerte im Bereich Pop- und Rockmusik und es gibt auch vor allem im Bereich Sport neue Events, die hier durchgeführt werden, sei es jetzt die Schweizer Meisterschaft im Mountainbiken oder eben das Alpenbrevet, das den Weg wieder hier nach Andermatt gefunden hat. Und last but not least kann man sicher sagen, dass in Andermatt in Zukunft noch einiges gehen wird und deshalb Andermatt eben auch wieder international auf der Landkarte des Tourismus auftaucht. Also eine davon ist unser erster Stern Michelin für das japanische Restaurant, wo wir gewonnen haben. Dann haben wir viele andere natürlich auf internationaler Ebene.
wie das World Luxury Hotel Award als Global Winner of the Luxury Ski Resort in Europa. Dann National Geographic, wo wir in die 15 besten Hotels Resort platziert worden sind. Forbes als Top 7 of the coolest hotels experience around the world. Und natürlich verschiedene Hotel-Ratings in der Schweiz, wie das Sonntagszeitung, NZZ am Sonntag und Bilanz, wo wir immer in die besten Hotels zählen dürfen. Wir haben 2/3 Gäste aus der Schweiz, 66%. Davon sind 60% Deutschschweizer, 40% Westschweizer. Dann haben wir ungefähr 23% Europäer, davon die zwei größten Märkte, Deutschland und England, mit 6% hier.